Kapitel 18. Latias. Rettung an der heilenden Küste. Mit neuen Sorgen im Kopf reisten wir weiter und erreichten bald das zerstörte Schatzstadt. Trotz der Heilung der Welt sah es hier noch genauso aus wie bei unserem letzten Eintreffen, damals auf Loings großer Reise. Die Natur einer Welt kann heilen, wie sie will, doch die Städte und Dörfer werden nur durch Hilfe heilen. Und die Bewohner dieser Welt hatten eindeutig kein Interesse an irgendeiner Heilung. Auch die Klippe, in der wir damals schon unser Lager aufgeschlagen hatten, war noch genau wie damals. Als wir sie betraten, sahen wir sogar noch den Rest des Lagers, welches Floink auf seiner Flucht damals gebaut hatte. Hier kommt nie jemand hin. Warum sollte man denn auch zu so einem Ort wollen? Wenn euch die Stadt zu verwüstet ist, um sich hier aufzuhalten, warum räumt ihr denn dann nicht auf? Wir wollen es doch nicht noch schlimmer machen. Jede Welt braucht ein paar unbesuchbare Orte. Ich merkte, dass ich nicht die Einzige war, die dieser Aussage nicht wirklich zustimmte, aber ich wollte jetzt keine unnötigen Diskussionen anfangen. Und mehr als ein Streit würde daraus ohnehin nicht entstehen, da Dagons trotzdem in den Ort begleitete. Bald hatten wir unser Lager aufgeschlagen. Spark und Ivy gingen zu zweit los, um abgestorbenes Holz für ein kleines Lagerfeuer zu sammeln. Je länger das Ganze ging, desto weniger konnte mir irgendjemand erzählen, dass die beiden nicht wirklich zueinander passten. Irgendwann würde ich auch mit Ivy oder Spark darüber sprechen, aber gerade war nicht der passende Zeitpunkt. Wir bauten unsere klassischen improvisierten Betten auf, während wir auf die Rückkehr der beiden warteten. Die meisten von uns waren ungewöhnlich still. Bulbi machte sich eindeutig Sorgen um Shinooks merkwürdiges Verhalten. Dieser selbst starrte in die Ferne. Lord Ecke war ja häufiger nicht in größter Gesprächslaune. Mit Latios war es ähnlich. Und Dark fühlte sich offensichtlich immer noch sehr unwohl und ausgeschlossen. Und Funkenherz versuchte offenbar zu verstehen, warum keiner etwas sagte. Die Stimmung wirkte relativ unruhig, bis Ivy und Spark mit dem Holz zurückkamen und wir ein kleines Lagerfeuer errichteten. Die beiden waren offensichtlich mit Abstand die bestgelaunten Pokémon unserer Gruppe. Was sich zwar nicht offensichtlich auswirkte, aber alleine dieser Enthusiasmus war genug, um die gesamte Teammoral zumindest etwas zu steigern. An diesem kleinen Feuer kehrten auch langsam die Gespräche zurück. Shinooks wirkte derzeit völlig normal und war genau wie Funkenherz ganz gut drauf. Er hatte anscheinend wieder nichts von seinen eigenen Taten mitbekommen und Funkenherz war einfach froh, dass er widersprach. Mir fiel beim Blick in unsere Runde etwas bei Ivy auf, worauf ich bisher kaum geachtet hatte. Sag mal, Ivy, diese Blume, die du dir angesteckt hast, ist doch nicht mehr dieselbe, die du damals hattest im Krieg in der Menschenwelt, oder? Sie wirkte zunächst etwas niedergeschlagen. Ja, die Blume von Chillast hat meine Reise durch die verschiedenen Klimazonen nicht überlebt. Ich hatte sie noch als Erinnerungsstück behalten und habe sie, als wir da waren, im Lager des Stammes abgelegt. Die neue Blume fällt dir jetzt erst auf, weil ich sie erst gerade auf der Suche nach dem Holz bekommen habe. Bekommen? Lord Eckhart hatte offensichtlich einen ähnlichen Gedankengang wie ich. Den beiden schien allerdings nicht aufzufallen, was wir uns wohl dachten. Ich hatte sie im Gebüsch gefunden und wusste, dass Ivy eigentlich immer eine hatte, deswegen habe ich sie ihr mitgenommen. Ein kurzer Seitenblick und ich wusste, dass ich mit Shinooks und Lord Ecke gleich zwei Mitstreiter hatte, die genau dasselbe dachten wie ich. Für diese kleine Absprache brauchten wir keine Worte. Blicke reichten. Aber trotzdem entschieden wir uns, es für heute nicht weiter zu vertiefen. Es war endlich mal ein Thema, in dem wir wirklich alle Zeit der Welt hatten. Ansonsten brachte der Abend nichts Bedeutendes mehr mit sich und nach begaben wir uns alle zur Ruhe. Am nächsten Morgen folgten wir Darks Idee und begaben uns in Richtung der Küste. Dort gab es anscheinend viele potenzielle Verstecke für unseren Feind und gleichzeitig noch einen der ehemaligen Wächter der heilenden Welt. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr sympathisierte ich auch mit dem Gedanken, mich tatsächlich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es sowieso nicht möglich wäre, Darkrai ohne irgendwelche unfassbaren Mächte zurückzuholen. Mächte viel größer als die von uns allen zusammen. Wenn wir allerdings Yveltal und Giratina einfach als Mitstreiter gewinnen könnten, würde uns das sehr viel bringen. Die beiden kannten diese Welt wohl besser als jeder andere. Und sie waren stark, wenn auch etwas verloren ohne einen Anführer. Ich sprach diese Idee zwar noch nicht direkt mit den anderen ab,
aber ich behielt sie auf jeden Fall im Hinterkopf. Da Schatzstadt ja bereits an der Küste lag, folgten wir dem Weg schlicht in die Richtung, die Doug uns empfohlen hatte. Das Meer dieser Welt wirkte trotz allem sehr besonders im Vergleich zu unserem. Das Wasser wirkte... Es ist schwer zu beschreiben. Das Meer wirkte, als wäre das gesamte Wasser von irgendeiner Art Algen überzogen. Aber die Algen waren nicht normal grün, wie wir alle sie kannten, sondern hatten eigentlich alle Farben, die man sich vorstellen kann. Ich war mir sehr sicher, dass das Meer bei unserer ersten Reise in dieser Welt noch nicht so aussah. Aber was es damit auf sich hatte, verstand ich nicht. Doug konnte mir auch nichts erklären, nur dass es erst mit der Heilung begonnen hatte, diese Visualität anzunehmen. Ein weiteres Mal mussten wir eine ganze Weile laufen, einfach nur weiter an der Küste entlang. Doch je weiter wir kamen, desto komischer wurde mein Gefühl. Irgendetwas Eigenartiges schien näher zu kommen. Oder wir kamen ihm näher. Es wurde stärker und stärker, bis wir schließlich an einer seltsamen Höhle ankamen. Ihr bemerkt das auch, oder? Ja, ich glaube, wir sollten diese Höhle überprüfen, oder? Ihr merkt es also auch. Ich bin auf jeden Fall dafür nachzugucken, was dort ist. So einigten wir uns schnell darauf, diesen eigenartigen Ort zu untersuchen. Die Höhle war keinesfalls groß. Der Eingang lag ein gutes Stück oberhalb der eigentlichen Höhle, weshalb es eine Kletterpartie für die meisten erforderte, auf den Grund zu kommen. Es war eindeutig. Die Quelle der seltsamen Aura war hier. Das Gefühl war unfassbar stark. Und sofort ertönte eine Stimme. Ihr seid mir also bis hierher gefolgt? Es war die Stimme des falschen Günther. Also waren wir auf der richtigen Spur. Zeig dich endlich und sag uns, wer du wirklich bist. Zumindest der ersten Aufforderung folgte der Nachahmer. An der Wand, welche wir vom Eingang aus hier runtergeklettert waren, stand das falsche Kanimani. Ihr seid immer noch genauso anhänglich wie früher. Du weißt nicht, wie wir früher waren. Du kennst uns nicht, wer auch immer du bist. Euch nicht, das stimmt sogar. Eure Runde aus der anderen Welt da. Was? Du willst uns erzählen, dass du uns andere kennst? Selbstverständlich. Sag mir bloß, ihr erkennt zwar, dass ich nicht komplett Günther bin, aber... Wisst nicht, wer sonst? Keine Antwort unsererseits. Ehrlich gesagt, hatte ich wirklich gar keine Ahnung und die anderen offensichtlich auch nicht. Ihr enttäuscht mich. Dabei hatten wir doch so schöne Abenteuer miteinander. Oder gegeneinander. Aber dieses dreckige, reine Element kam euch ja immer zur Rettung. Es gab nur einen wahren Feind, den wir mit dem reinen Element je bekämpft hatten. Du, dunkle Materie? Ihr kennt mich also doch noch. Was eine Freude. Wie bist du hier? Wir hatten dich vernichtet. Und wie bist du an die Kontrolle über Günther gekommen? Ich war nie weg. Nur weil ihr es dachtet. Und es im Prinzip wohl auch stimmt, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich stimmt. Und den Kerl herzulocken, war der einfachste Part von allen. Was du sagst, ergibt nicht einmal Sinn. Aber das ist, denke ich, jetzt auch weniger bedeutend. Hier endet deine Tyrannei. Ein für alle Mal. Ihr könnt's ja gerne versuchen. Dabei sehe ich nur ein Problem. Die Erde begann zu beben und ein Felsbrocken fiel direkt vor den Eingang. Ihr kommt hier nicht raus. Und ihr solltet euch vielleicht beeilen. Die Flut wird in einer Stunde beginnen und die Höhle hier unter Wasser setzen. Das wäre eher unpraktisch, oder nicht? Dooferweise muss ich jetzt wohl weg. Aber ihr kommt bestimmt ohne mich klar, nicht? Vor unseren Augen verschwand das hinterlistige Wesen. An sich würden wir die einzelnen Felsen sicher bewegen können. Leider war die dunkle Materie, die wir damals noch für die dunkle Macht hielten, clever gewesen. Da der Felsen deutlich über uns war, könnten nur ich und Latios ihn effektiv erreichen. Aber zu zweit würden wir es nicht schaffen, ihn zu entfernen. Dieses Ding da war die dunkle Materie, aber die sah auch aus wie ein ganz normales Pokémon. Ja, weil sie Besitz von einem ergriffen hat. Von Günther. Das ist ihr Markenzeichen. Aber das erkläre ich dir besser ein anderes Mal, da wir gerade andere Probleme haben. Und zwar deutlich schlimmere. Wie sollen wir diesen Felsen bewegen? Ich habe zumindest keine Lust, hier drin ertränkt zu werden. Das haben wir alle nicht, Spark. Latios, wir sollten zumindest unser Bestes versuchen. Gesagt, getan, aber... Wie bereits erwähnt, war mir schon klar gewesen, dass unser Bestes
hierbei einfach nicht genug sein würde. Keine Chance. Zu zweit reicht es nicht. Die einzige Chance, die ich noch sehe, wäre es, wenn wir Hilfe von außerhalb bekämen. Soll ich es nicht einfach mit einem Hoffnungsstrahl probieren? Dieser Angriff hat doch schon einmal Proto-Groudon vernichtet. Da werde ich doch mit einem einzelnen Felsen fertig. Probieren kannst du es aber. Ich bezweifle, dass es klappen wird. Gegen Proto-Groudon hattest du die Hoffnung von Tausenden, um dich zu stärken. Hier sind wir nicht ganz so viele. Und die Stimmung war bei den meisten schon die ganze Reise nicht toll. Du bist inzwischen fast die Einzige, die wirklich optimistisch ist. Und das blieb sie auch. Zumindest bis sie es tatsächlich versuchte. Der Hoffnungsstrahl war stärker als bei meinem Kampf gegen sie. Aber trotz allem doch zu schwach. Deutlich zu schwach für diesen Felsen. Aber wie kommen wir hier jetzt raus? Wir können doch nach all unseren Abenteuern nicht in so einer billigen Falle sterben. Das werden wir nicht, ich verspreche es. Irgendwie kommen wir hier raus. Spark klang noch relativ hoffnungsvoll. Aber ich merkte, dass auch er keine Ahnung hatte, wie wir das Ganze anstellen sollten. Aber es stellte sich heraus, dass man manchmal keine Idee brauchte, sondern die Idee würde sich selbst zeigen. Auch wenn Latios die Idee im Prinzip bereits hatte. Auf jeden Fall ertönte eine Stimme, anscheinend von außerhalb, direkt vor dem Felsen. Hallo, ist da jemand drin? Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor, aber nur sehr entfernt. Ja, wir sind ja eingesperrt. Kannst du uns helfen, den Felsen wegzuschaffen? Kein Problem, gib dem Ding einfach auf mein Kommando und ruck, dann bekommen wir das hin. Latios und ich machten uns beide bereit und warteten auf das Zeichen. Von dem, was die Geräusche hergaben, klang es so, als erschüffe das Pokémon eine Eisfläche, damit der Felsen leichter zu bewegen wäre. Gleichzeitig gaben ich und Latios dem Hindernis einen Stoß, um es endlich aus dem Weg zu schaffen. Und tatsächlich, es funktionierte. Der Fels schlitterte mühelos über den nun gefrorenen Strand und gab den Weg frei. Unser Retter stand wenige Meter neben der Eisspur und sah uns zu, während ich und Latios unseren Freunden beim Aufstieg halfen. Als endlich alle oben waren, wollten wir uns endlich dem Helfer wenden. Es war ein Sejong, welches uns interessiert betrachte. Doch, bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte, sprintete Funkenherz schon los. Onkel Kugli, du bist das! Jetzt, wo sie es erwähnte, verstand ich auch endlich, was los war. Sejong, bist du das wirklich? Der Einzige und Echte. Was hat euch denn hierher verschlagen, Freunde? Und was macht ihr denn da drin? Der Part, in dem wir unserem alten Freund die Lage erklärten, lasse ich jetzt einfach mal weg. Dann habt ihr mich gesucht und nicht gefunden? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr mich brauchen würdet. Im Endeffekt ist es doch sogar gut. Ansonsten wärst du wohl mit uns da unten gewesen und hättest uns nicht retten können. Was machst du denn in dieser Welt? Na, dasselbe wie überall. Ich erforsche was mehr. Ich meine, guckt euch diese Pracht an. Das ist doch ein Traum für jemanden wie mich. Wo er recht hatte, hatte er recht. Das farbenfrohe Meer war ihm bei seinen Forschungen gerade recht. Und dieses Wasser ist wirklich toll. Ich habe unter Wasser sogar einen seltsamen Tempel gefunden, bei dem ich diese Form annehmen konnte. Ich habe mich entwickelt. Das sind klasse Neuigkeiten. Nur, wir sollten hier vielleicht nicht zu lange herumtrödeln, oder? Klar, erzählt mir den Rest einfach auf dem Weg. Auf dem Weg? Heißt das, du kommst mit uns, Onkel Kugli? Natürlich begleite ich euch. Endlich wieder Abenteuer. Ich kann's kaum erwarten. Und so kehrt ein alter Bekannter zu uns zurück. Ein verloren geglaubter Freund. Und wir alle wussten, mit Sejong an unserer Seite würde die Teammoral gar kein Problem mehr werden.